Die Tagesordnungspunkte 11a bis 11c, 11e und 11g bis 11i sowie die Zusatzpunkte 3 bis 5, Beratung von Vorlagen zur ökologisch-sozialen Transformation in der Handelspolitik und zu nachhaltigem Wachstum und Wohlstand sowie zur Tarifbindung. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Platzwechsel ist in jeder Hinsicht vollzogen. Ich eröffne die Aussprache. Bitte auch die Vertreter einer Regierungsbank bei Herrn Seehofer vielleicht die Gespräche nach draußen zu verlegen. Herr Kollege Dr. Ulrich. Die Aussprache ist eröffnet und ich erteile als erste Rednerin der Kollegin Anja Heiduck für ihre vermutlich letzte Rede heute im Deutschen Bundestag das Wort. Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Corona-Pandemie hat unser Land verändert. Sie hat Prioritäten in der Gesellschaft verschoben und hat bestehende Schieflagen noch sichtbarer gemacht. Corona brachte Einschränkungen und Einschnitte, die wir uns gar nicht vorstellen konnten. Aber mit der nun beginnenden wirtschaftlichen Erholung ergeben sich Chancen, die notwendige ökologische und soziale Transformation voranzutreiben. In dem Verständnis, den Weg aus der Krise als Chance zu nutzen, gilt es also, die enormen Ausgabenprogramme, die wir hier vorsehen, wirklich zur wirtschaftlichen Stabilisierung, jetzt aber auch einzusetzen und zu verknüpfen mit dem klimaverträglichen Umbau unserer Wirtschaft. Die Programme der Regierung sind dafür nicht ausreichend. Sie sind lückenhaft. Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist immer noch unzureichend. Schritte zu einer Kreislaufwirtschaft sehen Sie in Ihren Programmen gar nicht vor. Und das Thema Biodiversität geht auch unter. Und dabei ist es doch eigentlich schon fast eine Binsenweisheit, dass der globale Wettbewerb um die Technologien von morgen in vollem Gange ist. Neben der EU haben viele wirtschaftlich starke Länder angekündigt, bis 2050 CO2-neutral werden zu wollen. Also das frühzeitige Einschwenken auf den Pariser Klimaschutzpfad ist doch offenkundig die große Chance, im internationalen Wettbewerb zu bestehen. Zu bestehen, um die modernsten Technologien in der Grundstoffindustrie, in der Automobilbranche, im Maschinenbau oder auch in der Bauwirtschaft. Dieses Umsteuern, das, davon sind wir überzeugt, sichert den Wohlstand von morgen und sichert natürlich auch eine gesunde Umwelt. Wir Grünen legen heute einen Antrag mit 10 Punkten vor, der hierfür die politischen Rahmen und Weichenstellungen setzt, weil die braucht es. Natürlich gehört dazu ein CO2-Preis. Ein wirksamer CO2-Preis. Dafür muss der europäische Emissionshandel von Emissionszertifikaten mit einer deutlichen Reduzierung von vorhandenen Emissionszertifikaten reformiert werden und überschüssige Zertifikate müssen gelöscht werden. Natürlich gehören in der Zukunft auch Klimaverträge mit dazu. Klimaverträge mit Unternehmen, um ihnen Investitionssicherheit zu geben. Diese Verträge sollen die Differenz erstatten zwischen dem aktuellen CO2-Preis und den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten, welche durch Investitionen in neue Verfahren ausgelöst werden. Das sind nur zwei, aber ganz zentrale Bausteine, die wir brauchen. Wir Grünen sind überzeugt, man muss so ein Punkteprogramm einbetten in ein großes Investitions- und Transformationsprogramm für die gesamte Dekade, die vor uns liegt. Annalena Baerbock hat nicht umsonst heute Morgen noch mal darauf hingewiesen und erinnert, dass die USA unter ihrem Präsident Joe Biden
sich mit einem gewaltigen Investitionsprogramm, 1,9 Billionen Dollar schwer, auf den Weg machen. Und Europa und Deutschland darf da nicht zurückfallen. Und deswegen möchte ich noch Folgendes sagen. Die Kanzlerin hat heute Morgen in ihrer Rede zum Europäischen Rat gesagt, auf eine außergewöhnliche Krise hätte die Europäische Union mit dem Wiederaufbaufonds eine außergewöhnliche Antwort gefunden. Vielleicht ist es außergewöhnlich, dass die EU tatsächlich eine Antwort gefunden hat. Aber ich möchte sagen, es sollte gewöhnlich sein und nicht außergewöhnlich sein, dass wir dauerhaft kraftvoll in unsere Zukunft investieren. Und wenn wir in die Zukunft investieren und dafür auch einen Kredit aufnehmen, dann ist das nicht unvernünftig, sondern ökonomische Normalität und Rationalität. Und deswegen wünsche ich mir für Europa, dass diese Investitionsinitiativen verstetigt werden. Ich wünsche mir vom Deutschen Bundestag, dass er Regeln schafft, dass er eine Investitionsregel schafft, die zukünftig ein solches starkes Investitionsprogramm auch in Deutschland ermöglicht. Und ich darf mir das ja wünschen, weil ich dem Deutschen Bundestag nicht mehr angehören werde, und bedanke mich für die Zusammenarbeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Heidung. Frau Kollegin Heidung, Sie haben dem Deutschen Bundestag insgesamt 4 Legislaturperioden angehört und wesentlich dazu beigetragen, die parlamentarische Demokratie fortzuentwickeln, insbesondere in Ihrer segensreichen Arbeit als stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses in den Anfangsjahren Ihrer Karriere im Deutschen Bundestag. Ich darf mich ganz herzlich im Namen des Präsidiums und wahrscheinlich des gesamten Hauses für Ihre Tätigkeit bedanken und Ihnen für die Zeit nach dem Deutschen Bundestag, das können sich viele von uns ja gar nicht vorstellen, aber viel Zeit nach dem Deutschen Bundestag, alles Gute wünschen. Nächster Redner ist der Kollege Andreas Lemmel, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, den Wohlstand für morgen sichern, das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die auch in den nächsten Jahren vor uns liegt, ganz ohne Zweifel. Denn und deswegen ist die Diskussion, die wir heute vielleicht beginnen, sehr gut, aber der nächste Deutsche Bundestag wird diese Diskussion sicherlich sehr viel intensiver führen müssen. Wir sind noch beschäftigt damit, die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen. Die umfangreichen staatlichen Programme laufen noch, aber der Blick in die Zukunft darf deswegen nicht abhanden kommen. Wir müssen aber auch wahrscheinlich 2 Schritte schneller gehen in Zukunft, um im Prinzip wettbewerbsfähig zu bleiben im Vergleich mit Amerika oder im Vergleich mit den asiatischen Staaten. Die Bewahrung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wird letztendlich auch darüber entscheiden, ob die sozialen Sicherungssysteme, die wir in Deutschland haben, auch in Zukunft noch finanzierbar bleiben. Ich frage mich natürlich, warum die Grünen jetzt so einen umfangreichen Antrag zum Ende der Legislaturperiode vorlegen, denn im Prinzip wäre das ja am Anfang der nächsten eigentlich viel besser gewesen. Aber, meine Damen und Herren, die CDU-CSU hat in dieser Woche ihr Regierungsprogramm vorgelesen. Ja, warten Sie, seien Sie noch mal leise. Wissen Sie, wir machen keine Anträge, wir legen ein Regierungsprogramm vor. Und wenn Sie dort mal einen Blick reinwerfen in das Regierungsprogramm der Union, dann sind genau diese Zukunftsfragen ganz klar niedergelegt und ganz klar formuliert, meine Damen und Herren. Und wir sind überzeugt als die einzige Partei hier im Deutschen Bundestag, dass Deutschland ein Industriestandort, ein starker Industriestandort bleiben muss. Und dafür werden wir alles tun, meine Damen und Herren. Aber überbordende Bürokratie, hohe Strompreise, fein ziselierte Gesetze, die Sie ja als Grüne noch feiner stricken wollten, und der Nachholbedarf bei der Infrastruktur, das ist das, was im Moment die Wirtschaft bei der Entwicklung hemmt.
Viele von Ihnen kennen ja die Bilder von Gulliver. Das war ja heute schon mal kurz schon erwähnt worden. Die Wirtschaft liegt gefesselt am Boden. Rote und grüne Winzlinge versuchen mit immer mehr Schnüren sozusagen die Wirtschaft handlungsunfähig zu machen. Und deswegen heißt unser Regierungsprogramm ein Entfesselungsprogramm für die Wirtschaft. Ganz einfach, so ist das, meine Damen und Herren. Und deswegen brauchen wir keine grünen und rote weitere Schnüre. Wir brauchen Freiraum für die Wirtschaft. Wir brauchen Freiraum für Unternehmer, damit sie sozusagen das tun können, was ihre Aufgabe ist. Und man wundert sich ja manchmal über Spitzenkandidaten. Ja, da hat Olaf Scholz, SPD-Spitzenkandidat, beim Tag der deutschen Wirtschaft diese Woche gesagt, also wenn er gewählt wird, dann werden die Strompreise für die Industrie drastisch sinken. Toll! Das hätte er können, jetzt schon machen, meine Damen und Herren. Das sind doch leere Versprechungen. Heute Nachmittag werden wir das Klimaschutzgesetz und weitere Gesetze, Energiewirtschaftsgesetz, erneuerbare Energienverordnung verabschieden. Olaf Scholz ist derjenige, der persönlich verhindert hat, dass es eine Übergangsregelung gibt beim Spitzenausgleich für die energieintensive Industrie. Punkt 1. Das ist eine Belastung der Wirtschaft und eine starke Belastung der Wirtschaft. Die Regierung hat eine Carbon-Leakage-Verordnung vorgelegt, die völlig unzureichend war. Wir als Union haben versucht, diese Carbon-Leakage-Verordnung so weit aufzubessern, damit diese Belastungen aus dem CO2-Handel für die Wirtschaft auch tragbar werden. Wer war der Verhinderer? Die Sozialdemokraten, meine Damen und Herren. Und da fallen doch Handeln und Reden völlig auseinander. Und das zweite Beispiel aus dem Grünen Antrag, da schreiben Sie, deshalb müssen Planungsprozesse beschleunigt und das Planungsrecht entbürokratisiert werden. Da habe ich einen Lachanfall gekriegt. Wissen Sie, da erinnere ich mich noch daran, als wir das Planungsbeschleunigungsgesetz für die Verkehrswege machen wollten. Oder das Planungsbeschleunigungsgesetz für den Stromleitungsbau der Energiewende. Wer hat denn das alles verhindert? Sie, die Grünen, bis in den Bundesrat hinein haben Sie alle Vereinfachungen in diesen Gesetzen verhindert, meine Damen und Herren. Und jetzt schreiben Sie solche Sätze in das Programm. Also das kann man sich ja nur fragen. Und dann mal noch was ganz Schmackiges. Da steht in Ihrem Antrag eine Handelspolitik, die sich an den planetaren Grenzen orientiert. Bau. An den planetaren Grenzen. Wollen Sie jetzt mit den Marsmenschen in Handelsbeziehungen treten? Oder was heißt das? Also wenn Sie solche Anträge schreiben, sollten Sie die so schreiben, dass ein Mensch das auch versteht. Meine Damen und Herren, Max Weber hat mal geschrieben, Politik bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Und das war das Leitmotto meiner Arbeit hier im Deutschen Bundestag. Manche dieser harten Bretter sind so hart gewesen, die sind nicht so gut geworden, aber im Wesentlichen sind diese Bretter doch ganz gut geglückt in den letzten Jahren. Leidenschaftlich haben wir über viele Dinge diskutiert, wir haben uns auch gestritten, wir haben aber immer uns fair, glaube ich, auseinandergesetzt. Nun endet nach 16 Jahren meine Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag und ich bleibe der Politik trotzdem treu. Es waren für mich wirklich interessante Jahre, muss ich sagen. Es waren erfolgreiche Jahre. Es waren Jahre, in denen ich immer wieder Neues gelernt habe. Und es waren Jahre, in denen wir Erfolge feiern konnten, aber auch sehr viele Niederlagen einstecken mussten. Das ist leider so. Und wenn ich manchen auf die Nerven gegangen bin mit Ordnungspolitik oder vielleicht mit meinen Bedenken gegen die Einschränkung von Bürgerrechten während der Pandemie, dann kommt das daher, meine Damen und Herren, dass ich vor über 30 Jahren erlebt habe, wie ein Land untergeht samt seiner Wirtschaft. Und damals bin ich mit auf die Straße gegangen. Wir haben gekämpft für Freiheit, für Demokratie und für soziale Marktwirtschaft. Und diese Begriffe sind für mich keine hohlen Phrasen. Das ist meine innere Überzeugung. Und dafür werde ich auch weiterhin kämpfen. Ich bedanke mich bei allen, die mich begleitet haben über die vielen Jahre. Ich werde auch allen, mit denen ich mich gestritten habe, die werde ich trotzdem auf der Straße noch grüßen. Also da brauchen Sie keine Angst haben. Also herzlichen Dank, Glück auf und alles Gute für diejenigen, die gewählt werden. Und ich hoffe dann, dass die Unionsfraktion nach der Wahl zum Deutschen Bundestag doppelt so groß ist als heute. Also. Jetzt haben Sie Fest gehabt.
Herr Kollege Lemmel, auch Ihnen gilt der Dank des Hauses für 16 Jahre parlamentarischer Tätigkeit. Erlauben Sie mir die Anmerkung, ich wünsche Ihnen tatsächlich für die Zeit nach dem Bundestag alles Gute. Aber als Vorsitzender der Bau- und Raumkommission habe ich gerade Schweißperlen auf die Stirn bekommen. Wenn alle Fraktionen doppelt so groß werden, wie sie gegenwärtig sind, dann haben wir Probleme mit der Unterbringung. Aber das ist dann nicht mehr Ihr Problem. Vielen Dank nochmal für Ihre Tätigkeit. Nächster Redner ist der Kollege Leif Erik Holm, AfD-Fraktion. Liebe Bürger, Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst auch von mir herzliche Grüße an Sie, Herr Lemmel. Vielen Dank für die immer gute Zusammenarbeit im Wirtschaftsausschuss und alles Gute. Ja, die planetaren Grenzen, die waren mir auch aufgefallen. Dazu gab es im Antrag auch viele Sternchen. Ich weiß nicht, ob es am Gender-Gaga lag oder ob Sie sternhagelvoll waren beim Schreiben. Die Frage wird sich vielleicht später klären. Den Wohlstand von morgen wollen wir sichern. Natürlich, das wollen wir alle. So steht es auch über Ihrem Antrag. Es hört sich gut an, aber so wird es ganz sicher nichts. Ihre ökosozialistische Transformation bringt uns eher wieder Richtung Steinzeit. Und das wollen wir verhindern. Ihre Kanzlerkandidatin Baerbock meinte ja vorhin, klimagerechter Wohlstand wäre der soziale Kitt für Europa. Nur sozial ist daran wirklich gar nichts. Es ist eher so, dass wir vielleicht, wenn Sie so weitermachen, bald den Kitt aus den Fenstern zur Ernährung nutzen müssen. So geht es nicht. All Ihre utopischen Programme kosten nämlich unheimlich viel Geld, das alle Bürger werden aufbringen müssen. Und dieses Programm hier soll ja auch schon wieder eine 500 Millionen kosten. Wir sind ja schon bei Gesamtkosten laut Leopoldina für die Energiewende von 7,5 Billionen Euro. Also der Steuerzahler darf weiter zittern, ebenso der Autofahrer. Die 16 Cent mehr pro Liter Sprit dürften nur der Anfang sein. Die Ex- und Importwirtschaft wird mit der Einführung von CO2-Zöllen neue Schwierigkeiten bekommen. Aber die beste Idee ist ja, dass sie den Strompreis über den massiven Ausbau der erneuerbaren Energien senken wollen. Ja, das wird mit dem Börsenstrompreis funktionieren, wenn das Angebot stark genug ist, Wind weht, Sonne scheint und so weiter. Aber genau das bedeutet eben auch mehr Subventionen für die Betreiber der Anlagen. Und diese Subventionen, wer bezahlt die? Am Ende wir alle. Also bitte verkackeiern Sie nicht unsere Bürger. Die AfD steht für eine echte Entlastung der Stromkunden und die braucht es wirklich dringend, denn hier sind wir mittlerweile schon Europameister. Ob es auf dem Fußballplatz was wird, naja, nach dem Spiel gestern habe ich so meine Zweifel, aber wir hoffen ja noch. Und die Strompreise steigen weiter. Deswegen wird das Ganze ja jetzt von der Bundesregierung über die Senkung der EEG-Umlage verschleiert. Das ist der alte Trick. Linke Tasche, rechte Tasche. Dann zahlt eben jetzt zum Großteil der Steuerzahler. Also auch hier werden die Bürger wieder hinter die Fichte geführt. Diese Politik ist nicht nur unsinnig, sie ist auch unredlich. Wir müssen dringend runter mit den Strompreisen und deshalb fordern wir als AfD in unserem Antrag die Senkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum. Denn damit könnten wir die Verbraucher direkt um fast 7 Milliarden Euro entlasten. Das wäre eine echte soziale Maßnahme. Die Grünen behaupten ja, Klimaschutz funktioniere nur sozial. Ich kann aber, Wiederholung, Soziales daran wirklich nicht entdecken. Im Gegenteil. Sie haben ja mit Rot-Grün dieses teure und vermurkste Projekt erst auf den Weg gebracht. Die Belastungen steigen und steigen. Also erzählen Sie uns bitte nichts von sozial. Und jetzt wollen Sie in die Regierung, um uns alle Ihre Verbote unterzuschieben. Du sollst nicht fliegen, du sollst kein Verbrennerauto fahren, du sollst kein Fleisch essen, du sollst kein Eigenheim haben und. Ihre ökosozialistischen Pläne, die nur mit umerzogenen Menschen funktionieren, die machen mir persönlich Angst. Und ich bin wie Herr Lemmel in der DDR groß geworden, wo die SED-Herrscher meinten, wir wissen besser, was gut für dich ist. Und das haben sie für 17 Millionen Menschen gewusst, erstaunlicherweise. Aber so sah das Land am Ende auch aus. Und das möchte ich bitte schön nicht noch einmal in meinem Vaterland erleben. Ihr ganzer Klimaalarm ist so voller Widersprüche, die Sie einfach auch nicht auflösen können. Ist es denn wirklich kurz vor 12 beim Klima-Fragezeichen? Wenn es denn wirklich so wäre, dann gäbe es ja nur eine schnelle Lösung dafür, den CO2-Ausstoß zu senken. Das sind die nahezu emissionsfreien Kernkraftwerke. Aber die wollen Sie wiederum nicht. Und was machen Sie denn eigentlich?
Das haben Sie mir auch noch nie erklären können. Was machen Sie denn eigentlich, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint? Da kommt auch aus Ihrer Steckdose immer noch Strom, nämlich aus Kernkraftwerken in Frankreich oder Tschechien oder irgendwo anders her aus Europa. Schalten Sie dann alle freiwillig Ihre Verbraucher ab oder melden Sie Ihren Strom einfach ab? Was machen Sie denn dann? Da müssten Sie ja schon irgendwie mal selber in Vorleistung gehen. Ansonsten ist das wirklich eine Scheinheiligkeit, die durch nichts zu überbieten ist. Ihre Kanzlerkandidatin hat hier vorhin gesagt, China sei Weltmeister bei erneuerbaren Energien. Und tatsächlich, diese Information von Frau Baerbock stimmt sogar, ist ja bei ihr auch nicht immer der Fall. Aber das gehört eben zur Wahrheit auch dazu. China plant und baut 31 neue Kernkraftwerke, weil die eben beständig günstigen Strom produzieren und nahezu emissionsfrei sind. Auch in Europa entstehen neue Reaktoren. Also, der Ausstieg Deutschlands ist ein Sonderweg. Wir haben das Land mit den sichersten Kernkraftwerken. Wir sorgen auf der ganzen Welt, übrigens auch beim Weltklimarat, nur noch für Kopfschütteln. Wir gehen hier einen sinnlosen Sonderweg, der auch in der Klimadebatte überhaupt nichts beiträgt. Dieses Land ist energiepolitisch aus den Fugen geraten und es wird immer dramatischer werden, wenn die Grünen auch noch in die Regierung kommen. Allerdings ist diese Utopie schon viel, viel weiter verbreitet, auch in den anderen Parteien. Leider, und das scheint mir das Kernproblem zu sein, die Grünen sind halt die Grünen, okay. Aber alle anderen dackeln dem ideologischen Irrsinn der Grünen mittlerweile hinterher. Auch Unionschef, Fraktionschef Brinkhaus kündigt ja mittlerweile an, dass das Autofahren richtig teuer werde. 15,5 Cent mehr pro Liter Benzin will die Union auch. Was unterscheidet sie jetzt eigentlich noch von den Grünen? Ich kann da wirklich nichts mehr erkennen. Es gibt wirklich keinen Unterschied mehr. Ihre Partei ist nach 16 Jahren Merkel völlig entkernt und ein Ende ist nicht abzusehen. Eines möchte ich Ihnen, der Union, deswegen noch mit auf den Weg geben in die nächste Legislaturperiode. Wer mit der Grünen Verbotspartei regieren will, wird selber zur Verbotspartei. Wer mit den Ökosozialisten gemeinsame Sachen machen will, der holt sich eben auch den Sozialismus wieder ins Land. Und wer mit denen regieren will, die darüber diskutieren, das Wort Deutschland aus ihrem Programm zu streichen, der wird selbst zum Deutschlandabschaffer. Und deswegen gilt, nur wer blau wählt, verhindert grün. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Holm. Nächster Redner ist der Kollege Bernd Westphal, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Holm, bei allem Respekt, das war wie gewohnt eine nach hinten gewandte Rede. Versuchen wir es mal mit der Zukunft. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist trotz den Pandemiekrisen und Auswirkungen einer der erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte im internationalen Vergleich. Und wenn man sich mal die Parameter anguckt, liegt das vor allen Dingen daran, dass wir gerade in der Krise einen handlungsfähigen Staat hatten, der mit vielen Konjunkturprogrammen, mit Wirtschaftshilfen, aber auch mit Kurzarbeitergeld diese Wirtschaft, die Betriebe stabilisiert hat. Und es waren vor allen Dingen das Kurzarbeitergeld, was auf den Weg gebracht worden ist, was Beschäftigung gesichert hat in den Unternehmen. Was die anderen Rahmenbedingungen angeht, kommt es sicherlich darauf an, qualifizierte Arbeitnehmer zu haben. Unser Bildungssystem, aber auch eine intakte Infrastruktur spielt eine Rolle, genauso wie Wissenschaft und Forschung, Forschung und Entwicklungsausgaben, aber auch ein Rechtsstaat, der Verlässlichkeit und Planungssicherheit liefert, aber auch hohe soziale und Umweltstandards. Dieses innovative Umfeld, diese Stabilität sind Rahmenbedingungen für Investitionen und sind vor allen Dingen Möglichkeiten, dass es mit guter Arbeit, mit Mitbestimmung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihrer Kompetenz sind, mit ihren Qualifikationen, die sich dort einbringen. Und es sind auch Tarifverträge, die für diese Stabilität sorgen. Wenn man sich das mal anguckt in anderen Ländern, wie die das organisieren. Bei uns gibt es Konflikte in den Unternehmen mit Sozialpartnern, die durch Mitbestimmung, durch Betriebsräte, durch Aufsichtsräte gute Organisationen haben, das zu lösen. In anderen Ländern streitet man sich mit viel Gerichtsverfahren vor Gericht rum, was Fortschritt eher verhindert. Wir haben große Herausforderungen. Eine davon ist sicherlich Dekarbonisierung. Wir haben ja heute noch die Debatte heute Nachmittag, wo es um Klimaschutz und um den Ausbau der erneuerbaren Energien geht. Das sehen wir als Sozialdemokraten auch. Wir werden
sicherlich, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, mehr Fortschritte erzielen müssen. Und das fängt schon an mit einer innovativen Stahlindustrie, die überhaupt erst die Hochleistungsstähle produziert, die wir brauchen für Wind offshore, für Wind onshore. Wir haben die Chemieindustrie, die mit leichten Materialien dafür sorgt, hochleistungsfähige Windenergieanlagen, aber auch Photovoltaik in Deutschland zu produzieren. Das ist Maschinenbau und andere Dinge, die wir dafür brauchen. Wir brauchen aber auch in der Infrastruktur, und dafür werden wir heute Nachmittag wesentliche Rahmenbedingungen auf den Weg bringen, zum Beispiel den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur. Nicht nur Elektrolyseapparate, die es wirtschaftlich dann mit der Produktion von Wasserstoff ermöglichen, dass andere Industrien eine Basis haben, sondern auch, was Speicher angeht, was den Ausbau der Stromleitungen angeht. Das ist die Transformation, die wir als Sozialdemokraten mit begleiten, und die hat eine Basis, die Wohlstand sichert. Wir haben einen zweiten Bereich der Digitalisierung. Das ist sicherlich der Ausbau der Glasfaserkabel, aber auch künstliche Intelligenz, Quantencomputer und andere, die in der Lage sein müssen, die Wirtschaft zu unterstützen. Bei Digitalisierung haben wir aber nicht nur wirtschaftliche Voraussetzungen, die wir regeln müssen, sondern wir haben auch Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es in der Gesellschaft bei Digitalisierung mit Teilhabe und sozialer Gerechtigkeit dafür zu sichern, dass jeder an dem technischen Fortschritt auch die Möglichkeit hat, teilzuhaben. Der Bereich Fachkräfte begegnet mir zumindest bei den Besuchen in Unternehmen, ist eine enorme Herausforderung, die auch in dem Antrag der Grünen beschrieben sind. Wir haben auch einen Abschlussbericht in dieser Woche vorgelegt bekommen als Parlament von der Enquetekommission Berufliche Bildung. Da stehen viele Aspekte drin, die wir berücksichtigen müssen in Zukunft. Das geht um Berufsfelder und andere digitale Dinge, die Einfluss haben auf die berufliche Bildung, die wichtig sind, um die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu erhalten. Und natürlich sind auch für eine Exportnation Handelsverträge wichtig. Das, was an Freihandelsabkommen gestaltet werden kann von europäischer Ebene und wir auch einbringen auf die europäische Ebene, sind natürlich Zugang zu Märkten, aber auch mit den Nachhaltigkeitskapiteln faire Rahmenbedingungen. Das sind nicht nur soziale Standards, das sind auch ökologische Standards, aber auch Weiterentwicklung in den Gesellschaften, die mit der Europäischen Union Handel betreiben wollen. Und dafür brauchen wir eine neue Offenheit dieser Gestaltung. Die habe ich von der Grünen Fraktion so noch nicht erlebt. Vielleicht wird das ja konstruktiver in der nächsten Legislaturperiode. Zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, sozial-ökologischer Wandel ist Voraussetzung. Ein handlungsfähiger Staat, der Rahmenbedingungen dafür setzen kann. Aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen, die nicht nur einen immer höheren CO2-Preis setzen. Davon wird die Welt eher teurer, aber nicht besser. Sondern wir müssen auch staatlich flankiert Rahmenbedingungen schaffen, die es ermöglichen, in der Industrie diesen Wandel und diese Transformation zu organisieren. Nachfolgende Regierungen werden sicherlich an dem, was die Große Koalition begonnen hat, weiterarbeiten können. Die SPD ist mit dem Zukunftsprogramm am Start und hat auch einen engagierten, kompetenten Kanzlerkandidaten. Mehr wäre möglich gewesen an der einen oder anderen Stelle in der Großen Koalition, aber letztendlich ist das ein erfolgreicher Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Westphal. Kein Streit. Nächster Redner ist der Kollege Reinhard Huben, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, 24 Seiten grünen Anträge, wenn man die so liest. Grüne Kuschelrhetorik. Fair, gerecht, nachhaltig, verbindlich. Aber wenn man dann mal guckt, was konkret gefordert wird, dann wird es sehr dünn. Und meiner Meinung nach, meine Damen und Herren von den Grünen, ist das jetzt so eine Art Wahlkampf-Move. Sie stellen sich hier als wirtschaftsfreundliche Partei dar, die offen ist für eine weltweite Kommunikation zum Abschluss verschiedenster Verträge. Wenn man dann aber mal ins Kleingedruckte reinguckt, dann sieht man, es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und ich frage Sie zum wiederholten Mal von hier aus, warum haben Sie schon in den Jamaika-Verhandlungen es abgelehnt, das CETA-Abkommen zu ratifizieren? Warum? Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, in Ihr Wahlprogramm reinzugucken. Und da steht drin, nein, so wie CETA im Moment ist, wollen wir es nicht haben, auch in Zukunft nicht.
Und selbst die Dinge, die wir jetzt schon anwenden, lehnen wir in der Form auch ab. Wir lehnen Mercosur ab. Wir lehnen eigentlich alle anderen Verträge, die geschlossen worden sind, ab. Meine Damen und Herren, ja, lesen Sie doch Ihr eigenes Programm. Meine Damen und Herren, Sie legen die Latte bewusst so hoch bei Handelsverträgen, dass wir alle aufrechtstehend drunter durchlaufen können. Wer mit einem so demokratischen Land wie Kanada, das uns nun wirklich in so vielen Beziehungen so nahe steht, wer mit diesem Land keinen Vertrag abschließen kann, nicht ratifizieren will, der ist nicht regierungsfähig, meine Damen und Herren. Denn man muss mit Nachbarn, mit Partnern weltweit auch ein bisschen so umgehen, wie sie sind. Denn nicht allein am deutschen oder gar am grünen Wesen wird die Welt genesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Huben. Nächster Redner ist der Kollege Pascal Meiser, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ob es gelingt, den Wohlstand von morgen zu sichern und wenn ja, für wen, ist angesichts der bevorstehenden großen ökologischen Transformation unserer Wirtschaft in der Tat eine offene Frage. Die Beschäftigten stehen vielerorts schon jetzt unter enormem Druck, zum Teil mit dem Rücken zur Wand. Und viele von Ihnen haben den Eindruck, dass Sie in der ganzen Debatte bestenfalls am Rande vorkommen. Was wir dringend brauchen deshalb, ist ein umfassendes staatliches Investitionsprogramm und eine staatliche aktive Wirtschafts- und Industriepolitik, die sich an den berechtigten Interessen der Beschäftigten orientiert. Und das heißt für uns als Linke zuallererst Beschäftigungssicherung, Einkommenssicherung und eine echte Mitbestimmung der Beschäftigten, die auch vor den Investitionsentscheidungen der Unternehmen nicht Halt macht. Nur so, meine Damen und Herren, das sage ich Ihnen, lässt sich die Akzeptanz für den notwendigen klimagerechten Umbau unserer Wirtschaft sicherstellen. Doch wenn wir über den Wohlstand in unserem Land sprechen, dann müssen wir auch festhalten, dieser Wohlstand ist schon heute höchst ungleich verteilt. Das Versprechen, dass wer anständig und hart arbeitet, verlässlich zumindest ein klein wenig an dem wachsenden Wohlstand teilhaben kann, dieses Versprechen ist brüchig geworden. In den Ohren derjenigen, die für einen Niedriglohn schuften und trotzdem Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind, muss dieses Versprechen schon heute wie blanker Hohn klingen. Insbesondere, wenn auf der anderen Seite die Zahl der Multimillionäre und Milliardäre beständig wächst, bei denen Einkommen und Vermögen schon lange in keinem Verhältnis mehr stehen. Meine Damen und Herren, ich sage, es ist höchste Zeit, diese Entwicklung umzukehren. Und das heißt auch, die anhaltende Tarifflucht endlich zu stoppen. Denn wenn wir darüber reden, wie wir den Wohlstand für die Menschen, für die Mehrheit der Menschen in unserem Land sichern wollen, dann müssen wir auch darüber reden, dass sich immer mehr Unternehmen in unserem Land ihrer sozialen Verantwortung entziehen. Waren es vor 20 Jahren noch 7 von 10 Beschäftigten, die unter den Schutz eines Tarifvertrages fielen, so ist es heute nur noch jeder Zweite. Allein während der Amtszeit der aktuellen Bundesregierung hat zusätzlich über 1 Million Beschäftigte den Schutz eines Tarifvertrages verloren. Ich finde das ein unhaltbarer Zustand. Und das ist eine beschämende Bilanz für eine Regierung, in deren Koalitionsvertrag es richtig heißt, Tarifverträge sind ein öffentliches Gut. Allein im Einzelhandel hat sich die Zahl derjenigen, die in einem tarifgebundenen Betrieb arbeiten, innerhalb der letzten 10 Jahre noch mal halbiert. Inzwischen ist es nicht einmal mehr jeder Dritte in dieser Branche. Versand- und Onlinehandel sind die Löhne in den letzten 10 Jahren real sogar gesunken. Bei Amazon kämpfen die Beschäftigten zu Recht im Tarifvertrag, der ihnen bis heute verwehrt wird. Für den stationären Einzelhandel wird es immer schwieriger, mit diesem Lohndumping durch den Onlinehandel mitzuhalten. Die Bundesregierung hat dieser Entwicklung viel zu lange tatenlos zugesehen und hier muss endlich gehandelt werden. Und deswegen haben wir als Linke auch hier nochmal zum Ende der Legislaturperiode sehr konkrete Vorschläge vorgelegt. Erstens, Tarifflucht muss erschwert werden. Insbesondere muss unterbunden werden, dass Unternehmen Schlupflöcher nutzen können, um sich von heute auf morgen ihrer Tarifbindung zu entledigen, wie es jüngst erst beim Buchhändler Thalia passiert ist. Zweitens, die allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen muss erleichtert werden. Dazu gehört auch, die Blockademöglichkeiten der Arbeitgeberverbände endlich zu streichen, meine Damen und Herren.
Und drittens, öffentliche Aufträge des Bundes müssen künftig an die Zahlungen von Tariflöhnen gekoppelt werden. So wie es die Bundesländer Berlin und Thüringen bereits für sich beschlossen haben und es jetzt erfreulicherweise auch das Saarland plant. Es muss endlich Schluss damit sein, dass mit Milliarden Steuergeld Lohndumping betrieben wird, meine Damen und Herren. Aktuell sorgt diese Bundesregierung allerdings nicht einmal in ihrem unmittelbaren Verantwortungsbereich für anständige Tariflöhne. Ich spreche das hier auch bewusst an vom Bundeswehrfuhrpark und dessen Fahrerinnen und Fahrer, die bei Bedarf auch uns als Abgeordnete kreuz und quer durch Berlin kutschieren. Dass die Bundesregierung und insbesondere Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer Ihnen bis heute einen Tarifvertrag verweigert, ist einfach nur beschämend, meine Damen und Herren. Ich zeige auf die Unterstützung der Fraktion Die Linke, können Sie sich als Fahrerinnen und Fahrer verlassen. Die streiken heute wieder. Wir werden an Ihrer Seite stehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir nicht die einzige Fraktion sind, die dabei unterstützen. Ich denke, das haben die alle mal verdient. Meine Damen und Herren, wer den Wohlstand von morgen sichern will, der muss hier und heute damit anfangen, dass diejenigen, die hart arbeiten, auch anständig bezahlt werden. Die Große Koalition und hier maßgeblich CDU, CSU haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind. Wer allerdings glaubt, mit einer schwarz-grünen Bundesregierung würde dies anders, der glaubt vermutlich auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, dafür braucht es in der Tat einen echten Politikwechsel. Naja, wenn Sie jetzt ein Aufschreien bei den Grünen, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich getroffen und wahrscheinlich zu Recht. Ich sage, es braucht einen echten Politikwechsel in diesem Land. Als Linke kämpfen wir weiter für einen solchen solidarischen Aufbruch. Und daran wird sich zumindest bei uns auch nach der Wahl nichts ändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Meiser. Als nächstem Redner teile ich das Wort dem Kollegen Dr. Carsten Linnemann, CDU-CSU-Fraktion. Linnemann oder Linnemann? Ja. Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als ich die Überschrift dieses Antrages las, habe ich gedacht, Mensch, ich war positiv überrascht. Den Wohlstand von morgen sichern. Fand ich gut, dass die Grünen jetzt auch mal über die Frage reden, wovon wir eigentlich in Zukunft leben wollen. Und nicht nur über die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Die Frage, wovon, ist nämlich entscheidend, um die Frage, wie zu beantworten. Wenn man tiefer in den Antrag einsteigt, dann sieht man, dass sie zu 90-95% des Wachstums, des Erreichen von neuen Wachstums dem Staat zuordnen. Der Staat ist für Wachstum verantwortlich. Da könnte ich zig Beispiele bringen. Durch Regulieren, durch Planen, durch Subventionieren, vieles mehr. Und da gibt es einen glasklaren Dissens, wo wir sagen, nicht der Staat ist verantwortlich, sondern Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Gründer, Erfinder, die im Wettbewerb stehen. Der Wettbewerb ist unserer Meinung nach das beste und geeignetste Instrument innerhalb der sozialen Marktwirtschaft, der dazu führt, dass wir die Ideen haben, die Produkte haben, die es gibt. Viele Kollegen haben es gesagt, wir sind deshalb so erfolgreich weltweit, weil es diesen Wettbewerb gibt. Deshalb können wir die Maschinen exportieren, die Anlagen, Elektro und vieles mehr und das paaren wir mit einer Technologieoffenheit. Und diesen Wettbewerb wollen wir uns auch bei der Klimapolitik. Deswegen setzen wir uns ein für den Emissionshandel, den es heute schon gibt auf europäischer Ebene für den Bereich energieintensive Industrie. Dort sehen wir, dass wir sehr erfolgreich CO2 abbauen, weil es dort einen Wettbewerb gibt. Ich muss mir Zertifikate kaufen, das tut weh, das kostet Geld. Also gibt es einen Wettbewerb innerhalb der Wirtschaft, der am effizientesten CO2 abbaut, hat gewonnen. Und diesen Emissionshandel wollen wir gerne ausweiten auf die Bereiche Verkehr und Wärme. Wegen mir mit einer Übergangslösung, mit einem zusätzlichen Emissionshandel, erstmal Wärme und Verkehr, um dann in einen aufzugehen. Wer blockiert das im Europäischen Parlament? Die Grünen. Ich will nur mal deutlich machen, wenn wir das Klimaproblem und die Klimafrage in den Griff bekommen wollen, schaffen wir das nur global oder gar nicht. Um nur eine Zahl zu nennen. In diesem Jahr werden wir 1,5 Milliarden Tonnen CO2 auf diesem Globus weltweit zusätzlich emittieren.
Das ist doppelt so viel, wie Deutschland insgesamt in einem Jahr emittiert. Das heißt, selbst wenn Deutschland heute CO2-frei neutral wäre, hätten wir trotzdem Zuwachs weltweit um 750 Tonnen CO2. Das ist die Wahrheit. Und deswegen brauchen wir eine europäische Anschlussfähigkeit, möglichst eine weltweite Anschlussfähigkeit. Und wir setzen uns für diesen Emissionshandel ein. Das ist Klimapolitik par excellence, technologieoffen, Wettbewerb und marktwirtschaftlich. Dann wollen Sie einen Investitions- und Transformationsfonds, 500 Milliarden Euro, in der nächsten Dekade, also sagen wir mal 10 Jahre, pro Jahr 50 Milliarden. Jetzt schauen wir uns mal den letzten Haushalt an. Was ist da hängen geblieben? Was wurde nicht abgerufen? 67 Milliarden. Wenn ich selbst die Sondereffekte abziehe durch Corona, Wirtschaftshilfen und so weiter, komme ich auf 25 Milliarden. Dann habe ich noch ein Sondervermögen mit 10 Milliarden, wo alles das drinsteht, auch was Sie machen wollen. Das heißt, der Kollege Lemmel hat doch recht. Wir haben doch hier kein Geldproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir 26 Jahre brauchen, um die Bahnstrecke von München nach Berlin auszubauen, dann haben wir doch kein Geldproblem, sondern überbordete Bürokratie. Wir haben das Problem der Genehmigungsverfahren, wo Sie selbst im Bundesrat, Andreas Lemmel hat die Beispiele gebracht, blockiert haben. Wenn wir so weitermachen bei der Bahn und nicht vorankommen, dann wird in den 30er Jahren werden wir Flugzeuge haben, die mit Wasserstoff fliegen, die mit synthetischen Kraftstoffen fliegen, die den Wettbewerb dann gewinnen. Deswegen müssen wir jetzt bei den Genehmigungsverfahren bei vielen Dingen Druck machen. Das dürfen Sie nicht blockieren. Und auch dafür steht die Union. Wir wollen, dass nicht der Staat, sondern dass der Einzelne gestärkt wird. Ich möchte gerne in einem Land leben, wo nicht der Einzelne durch neue Belastungen, sei es Bürokratie, Steuern oder was auch immer, konfrontiert wird, sondern mit Freiräumen. Ich möchte in einem Land leben, dass, wenn jemand eine Idee hat, einfach mal losläuft, ohne dass irgendjemand ankommt und sagt, es geht nicht, weil. Ich möchte in einem Land leben, wo ein Start-Upper in den ersten 2 Jahren möglichst wenig Bürokratie hat, damit er sich auf sein Geschäftsmodell konzentriert und nicht auf die Bürokratie. Ich möchte in einem Land leben, wo die Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden können, als es jetzt der Fall ist. Und das ist soziale Marktwirtschaft und dafür stehen wir. Und da gehen wir auch vieles an. Und in dieser sozialen Marktwirtschaft, und lassen Sie mich das bitte zum Schluss sagen, gibt es 5 Kolleginnen und Kollegen von mir, die sich permanent mit voller Wucht in der AG-Wirtschaft dafür eingesetzt haben. Das ist der Kollege Andreas Lemmel als Sprecher, der jetzt leider aufhört. Das ist der Joachim Pfeiffer als langjähriger Sprecher, der aufhört. Und es sind die Kolleginnen und Kollegen Astrid Groth-Lüschen, die auch da sind, Peter Bläser und Matthias Heider. Ich möchte euch danken im Namen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für euer Engagement, nicht nur hier, sondern auch für die Sache, nämlich für die soziale Marktwirtschaft. Wir werden das in eurem Sinne weiter fortführen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und es geht weiter mit Timon Kremmels von der SPD-Fraktion. Nein? Gut, dann nehmen wir die FDP mit Dr. Marc Klinge. Ist mir auch recht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Weichen für Deutschlands wirtschaftliche Zukunft werden nach dieser Pandemie neu gestellt. Wir Freie Demokraten sind der festen Überzeugung, dass wir unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze nur dauerhaft erhalten können, wenn wir wieder konsequent auf Wachstum, Marktwirtschaft, Freihandel und Unternehmerinnengeist setzen. Fakt ist, unsere Wirtschaft hat ja schon vor der Krise erkennbar an Dynamik verloren. Technologische Umbrüche treffen Kernindustrien wie die Automobilbranche mit voller Wucht. Die Digitalisierung stellt ganze Wirtschaftsbereiche auf den Kopf und neue Freihandelszonen in Asien verändern die Gewichte in der Weltwirtschaft.
Der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, meine Damen und Herren, ist aber zuallererst ausgemacht, weil diese große Koalition sich eben zu wenig um die Zukunft kümmert. Wo bleiben Ihre großen wirtschaftspolitischen Initiativen? Wo bleibt der Plan für die Zukunft für die nächsten Jahre? Zu tun gäbe es doch genug. Die Steuern befinden sich auf einem Rekordniveau. Schauen Sie sich die OECD-Rankings an. Der Staat mischt sich immer stärker in unternehmerische Entscheidungen ein. Und beim Zukunftsthema Digitalisierung, ja, da treten wir ambitionslos auf der Stelle. Daher wird es jetzt Zeit für eine wirtschaftspolitische Aufholjagd, Zeit für eine neue Wachstums- und Wohlstandsagenda, damit Deutschland auch in Zukunft ganz vorne in der Weltspitze mitspielt. Wie das gelingen kann, haben wir als FDP heute, aber auch in den vergangenen Monaten hier im Deutschen Bundestag immer wieder mit einer Reihe von Anträgen skizziert. Lassen Sie mich noch einmal drei Punkte aufgreifen. Erstens, mehr Freihandel mit klarem Fokus auf faire Wettbewerbsbedingungen, Umwelt- und Menschenrechte ist für uns eine zentrale Wachstumssäule. Um diese zu stärken, möchten wir zum Beispiel die Welthandelsorganisation, die WTO, reformieren und zu schnelleren Vertragsabschlüssen kommen. Es ist ja schon gesagt worden, CETA ist auf halbem Weg stehen geblieben. Zweitens brauchen wir endlich einen großen Wurf beim Bürokratieabbau. Gerade für kleine und mittlere Betriebe, für unseren Mittelstand, ist die unermessliche Regulierungswut in Deutschland mittlerweile zum zentralen Wachstumshemmnis geworden. Wir wollen dafür für jede neue Regel zwei bestehende abschaffen. Nur so kann es am Ende funktionieren. Und drittens möchten wir bei den Unternehmenssteuern auf 25% runter, damit ja unsere Firmen und Betriebe international wettbewerbsfähig bleiben. Auch das, meine Damen und Herren, ist längst überfällig. Und ähnliche Entlastungsvorschläge liest man ja dieser Woche auch im Wahlprogramm von CDU/CSU, nur mit dem Unterschied, dass die FDP diese Anträge auch ernst meint. Die Union verspricht in schöner Regelmäßigkeit spätestens alle 4 Jahre Steuererleichterungen und liefert am Ende nicht. Ihre Glaubwürdigkeit beim Thema Steuern ist mittlerweile ähnlich hoch wie die Angaben der grünen Spitzenkandidatin in ihrem Lebenslauf. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Ernst? Da das heute meine letzte Rede ist, würde ich darauf verzichten. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft lautet doch, jeder kann sein Leben, ob das privat oder im beruflichen, im wirtschaftlichen ist, aus eigener Kraft verbessern. Doch immer mehr Menschen zweifeln an diesem Versprechen. Kein Wunder, haben doch so viele kleine und mittlere Unternehmen dieser Pandemie zu wenig Wertschätzung und Aufmerksamkeit von uns bekommen. Und deswegen möchte ich auch als Sprecher für Tourismus, und diese Branche ist ja in einem besonderen Maße von Corona betroffen, hier noch einmal daran erinnern, dass es gerade unser Mittelstand, dass es unsere Familienbetriebe waren, die dieses Land groß gemacht haben. Seien wir also mutig, spätestens nach dem 26. September, und bringen wir endlich eine neue Wachstums- und Aufstiegsagenda auf diesem Weg. Dann mache ich mir um die Zukunft unseres Landes auch wenig Gedanken. Frau Präsidentin, für mich geht heute sehr wahrscheinlich eine sehr spannende 4-jährige Reise zu Ende. Ich bin wirklich sehr stolz und dankbar, Mitglied dieses Hohen Hauses in der 19. Wahlperiode gewesen zu sein. Ich möchte Danke sagen Ihnen allen, insbesondere natürlich meiner Fraktion, der FDP, und meinen Fachkolleginnen und Fachkollegen aus dem Tourismus-, Wirtschafts- und Sportausschuss sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein großes Dankeschön geht natürlich an meine Familie, an meine Freunde und an mein großartiges Team, die mich alle so wunderbar begleitet und unterstützt haben. Ich danke dafür, es war mir eine gute Ehre. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Dr. Klinge. Das Präsidium wünscht im Namen des Hohen Hauses auch Ihnen alles, alles Gute für Ihre berufliche Weiterentwicklung und persönlich natürlich auch alles Gute. Wir kommen zum nächsten Redner. Das ist Timon Gremmels, jetzt nunmehr von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden. Das sagte Willy Brandt vor genau 60 Jahren. Er beschrieb damit für die SPD eine nachhaltige Wirtschaftsweise, die internationale Zusammenhänge mitdenkt und den Ausgleich ökologischer, ökonomischer und sozialer Faktoren im Blick hat. Genau dieser Maßstab von Willy Brandt ist auch unser Maßstab in dieser Koalition gewesen. Wir haben unter diesem Motto in den letzten 3,5 Jahren einiges auf den Weg gebracht. Besondere Erfolge
sind zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, was wir heute ganz in unserem Sinne noch einmal nachschärfen werden. Und, da muss man aber der Ehre dazugehören, hat auch etwas damit zu tun, dass wir eine sehr engagierte Bewegung auf der Straße haben, die da entscheidende Impulse gesetzt hat. Aber auch eine Umweltministerin, die das zu ihrem Herzensthema gemacht hat. Zweitens haben wir die CO2-Bepreisung auf den Weg gebracht. Und zwar als ein Baustein des Klimaschutzes und der Energiewende und nicht den Baustein. Und da sagen wir, ich erinnere daran, weil ich habe das Gefühl, dass das der ein oder andere vergisst, dass das ja nicht nur die Große Koalition allein war. Nein, sondern die Grünen haben damals im Vermittlungsausschuss des Bundestages mitgestimmt. 25 Euro die Tonne in diesem Jahr, sukzessive ansteigend bis Mitte der 20er Jahre. Und das haben wir deswegen gemacht, damit die Menschen Planungssicherheit, ganz im Sinne von Willy Brandt haben, Planungssicherheit, sich darauf einstellen können. Weil nicht jeder kauft sich mal eben ein neues Elektroauto, sondern die Leute warten und sparen drauf. Sie warten auch, dass es einen Gebrauchtwagenmarkt gibt, weil die Mehrheit der Menschen kauft keine Neufahrzeuge. Und genau diese Zeit müssen wir ihnen geben, damit sie sich darauf einstellen können, damit sie mitmachen können, damit sie dann auch an dieser Stelle entlastet werden können. Und da kann man nicht mal eben sagen, weil es einem gerade so passt, wir machen das jetzt alles 2 Jahre schneller und 1 Cent höher. Nein, die Menschen brauchen da Vertrauen und Planbarkeit. Und dafür steht die Sozialdemokratie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch beim Thema Klimageld. Das ist eine Möglichkeit. Die haben wir auch intensiv diskutiert. Aber es ist ein bürokratischer, großer Akt, ein solches Klimageld auszuzahlen. Und ehrlich gesagt, sollte man sich mal die Frage stellen, ob ein Pro-Kopf-Geld das Richtige ist. Sollen denn wir als Bundestagsabgeordnete genauso viel Klimageld bekommen wie die Verkäuferin bei Lidl? Ich glaube, das ist falsch. Außerdem geht es viel, viel schneller, wenn wir sozusagen die Einnahmen aus dem CO2-Preis nutzen, um die EEG-Umlage abzuschaffen. Das entlastet die Menschen spürbar schnell, ohne dass wir neue Verwaltungsstrukturen brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ehrlich gesagt, haben wir in dieser Koalition auch die richtigen Maßstäbe gesetzt. Wir haben gesetzt, wir brauchen an dieser Stelle ganz deutlich die Möglichkeit, hier auch ein Konjunkturprogramm auf den Weg zu bringen, das 2 Fragen gerade erledigt. Und zwar die eine Frage, zum Beispiel Corona-Krise überwinden und die Konjunktur anzureizen, aber auch zu gucken, dass all das, was wir da investieren, Paris-kompatibel ist. Genau das haben wir auf den Weg gebracht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich muss das sagen zum Schluss, vielleicht nicht ganz im Koalitionsfrieden, aber die größten Bremser war unser Koalitionspartner bei all den Dingen. Herr Altmaier hat eine Strompreislüge auf den Weg gebracht. Die Strompreise, die er da prognostiziert hat als Minister, waren völlig jenseits der Realität. Hat vieles angekündigt, seine eigene Fraktion ist ihm da ganz selten nur gefolgt. Ich habe mich dann auch sehr gewundert, wir haben gekämpft und das Mieterstromprojekt sind da echt einen Schritt vorangekommen, hätten uns gerne beim Mieterstrom mehr gewünscht, das sage ich auch deutlich. Und dann gucke ich das CDU-Wahlprogramm und da steht da wirklich allen Ernstes drin, Sie wollen Mieterstromprojekte erleichtern. Ja, was haben Sie denn die letzten 4 Jahre gemacht? Wir haben Ihnen da hunderte von Vorlagen gegeben und Sie haben auf der Bremse gestanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann das den Wählerinnen und Wählern nur sagen, das ist da unglaubwürdig, was Sie da machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der größte Zynismus ist, dass die Mieterinnen und Mieter nicht davon den Mietpreis jetzt hier auch noch die CO2-Mehrkosten mittragen müssen, dass wir hier nicht eine ordentliche Hälfte-Hälfte-Lösung bekommen haben. Da standen Sie auf dem Schlauch, haben Ihren Minister und die Bundesregierung auch im Regen stehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Präsidentin, lassen Sie mich zum Schluss sagen, wir brauchen eine neue Dynamik. Wir brauchen klare Ausbaupfade für die erneuerbaren Energien, für Photovoltaik auf 150 Gigawatt, beim Wind auf 95 Gigawatt. Wir brauchen eine Solarpflicht. Wir müssen den atmenden Deckel in der Photovoltaik abschaffen. Das sind die Projekte, die wir mit Olaf Scholz sehr zügig umsetzen werden, mit einer hoffentlich Koalition diesseits von CDU, CSU. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Vielen Dank. Erlauben Sie mir den Hinweis, dass wir schon weit in den morgigen Tag hineinragen mit unserer Redezeit. Und ich bitte darum, dass wirklich die Redezeiten eingehalten werden. Ansonsten muss ich dann halt das Mikro abdrehen. Katharina Tröge, Bündnis 90 Die Grünen, ist als nächste Rednerin dran. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es reicht nicht, Klimaneutralität per Gesetz vorzuschreiben. Die Politik muss auch dringend etwas dafür tun, dass die Ziele erreicht werden und endlich politische Entscheidungen treffen.
Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Satz stammt nicht aus unserem Antrag, obwohl er daraus hätte stammen können. Dieser Satz stammt von Siegfried Russwurm, dem Präsidenten des Bundesverbandes der deutschen Industrie, anlässlich des Tages der Industrie. Und wer die Stimmen aus der Industrie kennt und hört, der weiß, dass diese dringende Bitte, dieser Appell an Sie immer verzweifelter wird. Denn das, was Sie tun, ist das Gegenteil von Handeln. Das, was Sie tun, ist das Gegenteil von Entscheidungen treffen. Und wenn man die Reden von Herrn Laschet, Herrn Lemmel und Herrn Linnemann in einer Reihenfolge sich den ganzen Tag angehört hat, dann weiß man, warum Sie die Industrie mittlerweile zur Verzweiflung bringen. Kein Satz in die Zukunft. Kein Satz, wie Sie die größte Herausforderung, vor der die deutsche Industrie steht, adressieren. Stattdessen reden über Frieden, Freude, Freiheit und irgendwelche allgemeinpolitischen Bekenntnisse. Kein Satz dazu. Handeln wäre stattdessen nötig. Eine Regierung, die endlich ernst macht mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, statt jahrelang nur auf der Bremse zu stehen. Eine Regierung, die endlich mal für vernünftige, faire Strompreise sorgt. Eine Regierung, die der Wirtschaft Planungssicherheit und Verlässlichkeit gibt beim notwendigen Fortschritt. Und Fortschritt, das sind die klimaneutralen Technologien. Deswegen verlangen alle, von der Chemieindustrie über die Stahlindustrie, sogenannte Klimaverträge von Ihnen, die klimaneutralen Technologien wettbewerbsfähig machen und damit Deutschland international zum Vorreiter. Kein Wort von Ihnen in dieser Debatte. Was für ein wirtschaftspolitisches Armutszeugnis. Und Handelspolitik. Irgendjemand fand das ja mit den planetaren Grenzen so lustig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Verlust an Artenvielfalt, den wir gerade beobachten, die immer schneller beschleunigende Klimakrise, sind nicht lustig, sondern sie sind eine Überlastung unseres Planeten, wo wir massiv gegensteuern müssen, wo wir mit der Handelspolitik gegensteuern müssen. Und auf die Frage, welchem Abkommen wir zugestimmt haben. Das Abkommen mit Großbritannien war eins, dem wir zugestimmt haben, weil es in die richtige Richtung gegangen ist. Und ich frage Sie, warum sollte etwas, das mit Boris Johnson möglich war, mit Justin Trudeau nicht möglich sein? Es liegt schlicht daran, dass die Europäische Union es nie versucht hat, mit Kanada ein vernünftiges Handelsabkommen zu vereinbaren. Dafür braucht es politischen Mut, dafür braucht es Entschlossenheit, dafür braucht es auch so irgendetwas wie Ziele. Das liefern wir mit unserem Antrag und dafür wünsche ich mir Ihre Zustimmung. Danke sehr. Als nächstes spricht für die CDU-CSU-Fraktion Bernhard Loos. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die gesamte Opposition sorgt sich also um den Wohlstand und die Wirtschaft in unserem Land. Die Grünen wollen den Wohlstand von morgen sichern und eine wohlstandsorientierte Betrachtung. Als Bayer sage ich Ihnen, schon der Vater unserer sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, und Frau Baerbock möge zuhören, er war nämlich von der Union, forderte Wohlstand für alle. Da brauchen wir keine Empfehlung aus der grünen Ecke. Dieser Gedanke ist Erbgut der Union. Ihr grüner wirtschaftspolitischer Dreiklang lautet aber verteufeln, verteuern, verbieten. Sie sprechen den Bürgerinnen und Bürgern das Grüne vom Himmel und wollen doch nur ständig die Grenzen der Belastbarkeit von Menschen und Wirtschaft in unserem Lande testen. Sie haben nicht Wohlstand im Sinn, sondern eine fatale Überlastung der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger. 16 Cent mehr für den Liter Benzin ist doch das Gegenteil von Wohlstand. Das heißt zudem Benachteiligung der Landbevölkerung und der Pendler. Und Ihr sogenanntes Energiegeld, wer soll denn das Geld von welcher Stelle bekommen? Die Menschen spüren doch, dass am Ende der Normalbürger die Zeche zu bezahlen hat. Die Grünen stehen für massive Verteuerung oder gar Verbote der Kurzflüge. Sie wollen also dem Normalbürger auch noch den Urlaub auf Mallorca verbieten? Dann sagen Sie es doch auch, denn mit der Bahn kommt man dort nicht hin. Wir von der Union haben klar gemacht, was wir wollen. Ein Programm für Stabilität und Erneuerung. Eine gemeinsame Kraftanstrengung für ein modernes Deutschland. Wir wollen Wohlstand mit nachhaltigem Wachstum zu einem klimaneutralen Industrieland. Deshalb
Deutschland ist und bleibt ein Industrieland, denn nur so sind Arbeitsplätze, soziale Sicherheit, Renten und vieles mehr zu sichern. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Nestle? Sonst wird es zu lange. Danke. Wir wollen neuen Mut zur Innovation aus Verantwortung für die Zukunft. Keine grüne Angst vor Technologien der Zukunft. Deshalb, wir stehen für einen Chancenstaat und nicht den Verbotsstaat. Wir wollen beim Klimaschutz Ambitionen und Anreize verbinden. Sie von den Grünen wollen Bevormundung, Geh- und Verbote. Deshalb kein Fahrverbot von Dieselfahrzeugen, kein generelles Tempolimit, kein Verbot von Straßenbau und Ortsumfahrungen. Wir wollen eine Förderung klimaneutraler Mobilität, deshalb technologieoffene Förderung von Elektromobilität, E-Fuels und Wasserstoff als Antriebstechnologien, insbesondere für Lkw. Wir wollen Anreize für klimaneutrales Fliegen, deshalb Flüge mit alternativen Kraftstoffen von der Luftverkehrssteuer befreien. Mit einem ambitionierten Emissionshandel wollen wir die CO2-Bepreisung straffen und so schnell wie möglich zu einem europäischen Emissionshandel für Wärme und Verkehr übergehen. Einnahmen daraus werden über Entlastungen beim Strompreis vollständig an Bürger und Unternehmen zurückgegeben. Wir wollen die Abstimmung der EEG-Umlage. Die FDP hat wiederum Angst um die deutsche Exportwirtschaft und fürchtet gar einen Kahlschlag in der Automobilindustrie. Ich kann Sie beruhigen, wir haben die Belange der deutschen Exportwirtschaft gut im Blick und die Wachstumszahlen geben uns doch recht und zeichnen das optimistische Bild eines raschen Wirtschaftsaufschwungs nach der Corona-Krise. Die FDP redet die deutsche Automobilindustrie schlecht. Die 10% zur Bruttowertschöpfung unseres Landes beträgt mit mehr als 900.000 Beschäftigten. Sie schädigen damit aber das Image der gesamten deutschen Wirtschaft. Tragende Säulen des deutschen Wohlstands sind die Exportwirtschaft und die Automobilindustrie. Wir als Union haben in unserer Wirtschafts-DNA fest einprogrammiert: Freihandel, internationales Handelsabkommen, Investitionen im Ausland, ausländische Investitionen. 85% des globalen Wachstums finden künftig außerhalb der EU statt. Wir als Union setzen auf den Freihandel, wir setzen auf einen Neuanfang mit den USA und auf Chancen für den deutschen Export in die USA. CDU, CSU unterstützen das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada, uneingeschränkt, respektieren aber die gegen CETA laufenden Verfassungsklagen abzuwarten. Im Außenwirtschaftsgesetz sind Erwerbskontrollen richtig. Wir stehen für einen internationalen Innovationswettstreit zwischen den Firmen auf dem Weltmarkt, nicht aber für eine Politik, wer hat den pralleren Geldbeutel im Ausland. Bei der Automobilindustrie sprechen Teile der Opposition von einer einseitigen Förderung der Elektromobilität und von politischen Wunschvorstellungen, die den globalen Märkten nicht entsprechen würden. Ich sage Ihnen aber, wir stehen für Technologieoffenheit und auch für Unterstützung da, wo die deutsche Industrie konkret einen offenkundigen Nachholbedarf hatte. Stichwort E-Mobilität. Der Export ist für die deutsche Automobilwirtschaft eminent wichtig. Globale Herausforderungen und Anforderungen des Weltmarktes sind entscheidend. Ein Blick nach China, aber auch nach Kalifornien zeigt es. Wir reden von einem globalen Trend. Allein in China gab es 2019 rund 500 Hersteller von E-Fahrzeugen. Und Tesla ist ja mittlerweile aus den USA ein Begriff für jedermann in diesem Land. Daher müssen wir die Politik beim Technologiewandel, die Industrie unterstützen. Das hat nichts mit politischen Wunschvorstellungen zu tun. Im Konjunkturprogramm ist unter Ziffer 35c bereits ein Förderprogramm für Zukunftsinvestitionen der Fahrzeughersteller und der Zulieferindustrie im Gesamtvolumen von 2 Milliarden Euro aufgelegt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Veränderungen sind Chancen, keine Bedrohungen.
Optimismus statt Pessimismus. Sie reden, wir handeln. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes erhält das Wort der fraktionslose Kollege Marco Bülow. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke für diesen Antrag der Grünen, Wohlstand von morgen sichern. Ich störe mich mal ein bisschen an den Begriff Transformation. Ich hätte da gerne einen einfachen, also den Umbau der Gesellschaft, weil es eigentlich noch vielleicht noch ein bisschen weitergeht, den wir brauchen, und zwar genau sozial und ökologisch. Und da fangen wir eigentlich auch an, über diese Legislatur zu sprechen. Die Große Koalition hat eher versucht, das Soziale mit dem Ökologischen immer gegeneinander auszuspielen. Genau damit kommen wir natürlich nicht zu dem Wohlstand von morgen. Das Zweite ist, wir dürfen eben nicht immer nur über die Vergangenheit reden in diesem Wirtschaftssystem, sondern mehr über die Zukunft. Da nehme ich mal ein Beispiel. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite sehr stark über die Autoindustrie geredet wird, ja, mit vielen Arbeitsplätzen, auf der anderen Seite aber die Arbeitsplätze, die Sie kaputt gemacht haben bei den erneuerbaren Branchen, wo über 100.000 Arbeitsplätze kaputt gegangen sind, keine Rede wert sind, sondern im Gegenteil, Abstandsregelungen geschaffen worden sind, bei Windkraft Solardeckel geschaffen worden, die Arbeitsplätze zerstört haben. Diese Arbeitsplätze scheinbar haben die Große Koalition nicht interessiert, vor allen Dingen nicht die Union. Von daher, glaube ich, müssten wir da anfangen. Ich möchte aber auch ein Beispiel noch mal deutlich machen und einen Vorschlag machen, weil wir, glaube ich, immer stark auf Wohlstand definieren mit Kosten und Wohlstand definieren mit klaren Zahlen. Wir müssen aber, glaube ich, nicht nur auf die Momentaufnahme schauen. Das finde ich zum Beispiel bei der Pandemie. Denn eigentliche Folgen, gerade auch des Lockdowns und der Pandemie, werden uns erst betreffen. Und ich meine jetzt nicht nur gesundheitlich, sondern ich meine vor allen Dingen psychische, soziale und wirtschaftliche Folgen. Und die müssen zusammengedacht werden. Wir dürfen nicht immer über den Sparten und den spezifischen Themen denken. Deswegen schlage ich vor, dass wir einen Sonderausschuss im neuen Bundestag gründen. Natürlich parteiübergreifend, fraktionsübergreifend, das ist ja klar, aber auch themenübergreifend mit Expertinnen und Experten, die alle Themen auf die Tagesordnung bringen, damit wir unseren Wohlstand sichern können. Ich will nur ein Beispiel, einen Aspekt nehmen, der nämlich genau immer untergeht. Es gab jetzt eine Studie, die besagt, dass die Bildung in dem Jahr, also die Schulen, dass die Schülerinnen und Schüler so viel gelernt haben zu Hause, ungefähr so, wie als wenn sie Ferien gehabt hätten. Das wird uns auf die Füße fallen. Deswegen müssen wir dieses Bildungsthema auch damit reinbringen. Und deswegen brauchen wir diese Aspekte zusammengedacht und diesen Sonderausschuss. Und dann kommen wir zu dem Wohlstand für alle. Also in der Wohlstand für alle für die Union bedeutet, dass drei Familien in diesem Land so viel besitzen wie 50% der Bevölkerung. Dann sprechen wir nicht für Wohlstand für alle, sondern Wohlstand für einige wenige. Und das ist genau das Modell, was ich nicht haben möchte und was wir überwinden müssen. Wohlstand für alle heißt auch, alle zu beteiligen. Von daher glaube ich, sollten wir sehen, wirklich mal eine Zusammenarbeit zu haben, übergreifend über die Themen und die Sachen wirklich zusammenzubringen. Ich weiß, Sie werden diesen Sonderausschuss nicht einrichten, aber wenn die Partei mit über 50% einzieht, dann können Sie nicht umrum, dass dieser Ausschuss dann doch eingerichtet wird. Aber ich lade Sie dazu alle herzlich ein. Vielen Dank. Danke. Als letzten Redner in der Debatte hören wir Johann Saathoff von der SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die Grünen legen mit dem Antrag ja heute ein kleines Wahlprogramm auf den Tisch. Und zentral für den Wohlstand von morgen ist ganz sicher die Klima- und Energiepolitik. Klima- und Energiepolitik, die untrennbar verbunden ist, so hat unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz das ja auch gesagt, mit der Industriepolitik. Und da macht es aus meiner Sicht auch Sinn, heute mal ein bisschen Bilanz zu ziehen. Die Union hat aus meiner Sicht in den vergangenen 4 Jahren ihre Allergie gegen die Erneuerbaren ausreichend gepflegt. Immer wieder gab es neue Vorwände in der Großen Koalition gegen den verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien. Die Akzeptanz wurde vorgeschoben. Es gab eine koalitionsinterne Arbeitsgruppe, die mehr als ein Jahr lang getagt hat. Die CDU wollte über Abstandsregeln Windkraftausbau zum Erliegen bringen. Wir Sozialdemokraten konnten das vermeiden. Ein weiterer Vorwand war
Die Redispatch-Kosten, also die Kosten, die entstehen, wenn Erneuerbare wegen Netzengpässen abgeschaltet werden müssen. Die Antwort darauf gibt es auch, die liegt im Stromnetz. Und es gibt gute Ansätze im Wirtschaftsministerium zur Digitalisierung von Stromnetzen, zur reaktiven Betriebsführung. All das ist leider im Sand verlaufen. Ob Mieterstrom, ob Sonderausschreibungen, wir mussten alles hart erkämpfen. Selbst jetzt noch mit Klimaschutzgesetz und CDU-Wahlprogramm weigert sich die Union, Ausbaumengen der erneuerbaren Energie bis 2030 zu erhöhen. Sie hätten jetzt noch die Zeit, die nächsten Stunden. Klar ist, für eine Politik mit echtem Klimaschutz braucht es eine Regierung ohne CDU. Und es braucht die SPD. Die Initiative zur Deckelung und mittelfristigen Abschaffung der EEG-Umlage kam von der SPD. Wir haben das Klimaschutzgesetz gemacht. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Wir haben den Ausgleich zwischen Klimaschützern und Kohlekumpeln geschafft. Wir haben die nationale CO2-Bepreisung eingeführt und gleichzeitig auch die Carbon-Leakage-Verordnung für die Industrie. Wir scheuen uns nicht vor der Diskussion, wir fechten sie aus und wir treffen Entscheidungen. Nicht wie Herr Altmaier, der bei dem zugegebenen komplizierten, aber wichtigen Thema der Spitzenkappung seinen Entwurf einfach wieder in der Schublade verschwinden lässt, wenn die Automobilindustrie mal leicht hüstelt. Wir wollen mehr staatlichen Einfluss bei den Stromnetzen. Die Entscheidung von Schwarz-Gelb zum Verkauf der Stromnetze war und ist ein schwerer Fehler, der uns heute immer noch anlastet. Ebenso der Ausstieg aus dem Atomausstieg. Dank Ihnen zahlen wir den Konzernen 2,4 Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU und der FDP. Und erst gestern wurde im Wirtschaftsausschuss wieder deutlich, dass in den Reihen der Union immer noch einige bedauern, dass wir uns von der Atomenergie verabschieden. Ich war vor 2 Wochen in Tschernobyl, liebe Kolleginnen und Kollegen, und finde, das müsste eigentlich zum Pflichtprogramm eines jeden Energiepolitikers dieser Erde werden. Und nun zum Antrag der Grünen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe naturgemäß auch über die letzten Jahre schon viele Schnittmengen. Allerdings fehlt die sozial gerechte Verteilung der Lasten aus meiner Sicht. Ein Energiegeld, sofern es sich überhaupt technisch irgendwie bewerkstelligen lässt, ist genauso sozial wie eine Kopfpauschale bei der Krankenversicherung. Da bekommt der Zahnarzt genauso viel wie die Kassiererin und gleich ist eben nicht automatisch auch gerecht. Außerdem ist es eine Umverteilung von den ländlichen Räumen in die Städte. Das wollen wir nicht. Starke Schultern müssen auch mehr Last tragen. Deswegen braucht es die SPD. Gleiches gilt für Ihre Vorstellung bei der CO2-Bepreisung. Mit 60 Euro treffen Sie einige Menschen sehr schnell, sehr hart. Denken Sie mal an die Menschen im ländlichen Raum, die in alten Gebäuden leben und weite Wege zur Arbeit haben. Diese müssen wir mitnehmen. Ihre Akzeptanz zur Energiepolitik brauchen wir. Den grünen Klimaschutz muss man sich leisten können. Den sozialen Ausgleich gibt es nur mit der SPD. Sie müssen sich entscheiden zwischen Energiegeld und Abschaffung der EEG-Umlage. Und Sie müssen auch eine Entscheidung treffen zwischen Klimaschutz und Artenschutz. Man kann, wie man aus Friesland sagt, man kann Neid 2 Peer mit ein Achterstäben riechen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 30882 mit dem Titel Die ökologisch-soziale Transformation der Handelspolitik zum Schutz von Klima, Umwelt und Menschenrechten. Wer stimmt für diesen Antrag? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Wer enthält sich? Das sind die Fraktion Die Linken. Der Antrag ist damit abgelehnt. Tagesordnungspunkt 11a. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 30952 mit dem Titel Den Wohlstand von morgen sichern. Wer stimmt für diesen Antrag? Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Wer enthält sich? Fraktion Die Linke. Der Antrag ist damit abgelehnt.